Alter. Das ist ja noch eine riesen Höhle. Was ist das? Was haben wir da gefunden? Fuck. Das hätte ins Auge gehen können. Hier ist ganz viel Kalkstein. Was hat das auf sich? Dungeon. Das ist ja geil. Was ist das denn für ein geiles Dungeon? Das müssen wir uns vormerken. Da würde ich lieber etwas vorbereiteter da reingehen. Also damit meine ich in erster Linie mit mehr Platz im Inventar. So, da hinten müssen wir auf jeden Fall lang. Wir haben immer noch kein Osmium gefunden. Wir sind eigentlich hier wegen Osmium. Wir haben nichts an Osmium gefunden. Da haben wir ein bisschen Osmium. Das wird ja auch mal Zeit. Achso, Mist. Weg den Shit. So. Man sagte mir mal, Black Quartz wäre gar nicht so sinnvoll und den sollte man lieber stecken lassen. Aber ich finde die Blöcke ganz schön, wenn ich mal ehrlich bin. Ob es da vielleicht auch noch Texturen für gibt. Oder ob die hier nicht sogar schon drinne sind. Wenn nicht, dann mache ich mir welche. So, da haben wir noch ein bisschen Uran. Da haben wir noch ein bisschen davon. Da haben wir Osmium. Das, weswegen wir hier eigentlich sind. Noch mehr Edelsteine. Und da waren wir. Der Kreis schließt sich ein weiteres Mal. Das finde ich immer voll interessant, wenn du irgendwelche Höhlen erkundest und dann auf einmal irgendwelche Fackeln findest, die von dir sind. Und dir dann so denkst, lol, hier bin ich jetzt. Also wenn man davon Damage kriegen würde, dann wäre das so eine interessante Todesfalle. Autsch, autsch, autsch. Pieks, pieks, pieks. Multidimensionaler Stab, weil er sich durch einen Kristallweg durchquälen musste. Und es war im Grunde so amüsant, wie ein Video von Bibis Beauty Palace zu gucken. Ja, genau so unamüsant. So, wir sind schon wieder voll. Dann kommt das vielleicht mal weg und das weg und... dann würde ich vielleicht, aber nur vielleicht, mal nochmal nach oben gehen. Vielleicht nochmal ein bisschen Zinn mitnehmen hier. Aus irgendeinem Grund ist mein kleiner Finger eingeschlafen. Da ist noch Kohle in der Decke. Da ist noch Eisen in der Decke. Meine Katze miaut. Oh, da muss ich mal eben ganz schnell hierher gehen. Und die mal eben rauslassen. Und mach da mal eben ganz kurz einen Cut. Also bis gleich. So, da sind wir wieder und inzwischen ist es dunkel geworden. Das ist nicht gut. Deswegen gehen wir schlafen. Guten Morgen. Und runter in die Leiter, in den ersten Stock. Und ich würde sagen, so langsam könnten wir ein bisschen mehr Wohnfläche gebrauchen, oder? Das müssen wir auch noch machen. Alter, wir haben Projekte, haben wir, meine Freunde. Projekte über Projekte. Und Kohle haben wir. Ein bisschen behalten wir. Vielleicht die 28 weg hier. Hä? Nee, doch. Ach, die behalte ich. So, das weg, das weg, das weg. Aha. Und die tun wir mal dahin. Das kommt da rein und... das kommt da rein, das ist auch schon voll geworden. Das kommt da rein, obwohl ich nicht weiß, ob ich diese ganzen Tiny Pieces hier auch reinschmeißen soll. Eine Sache ist klar, nämlich dass Enderperlen jetzt da reinkommen und hier reinkommt das und das und das und dies und jenes und hast nicht gesehen. Und dann geht die Reise ins Ungewisse auch schon weiter. Na, einmal alles klar. So. Oh, rein in die Höhle. Und ein weiteres Mal eröffnen sich uns unbekannte Gebiete. Was war da? Ich weiß es nicht. Oh. Können wir das
damit abbauen? Ne, geht kaputt, ne? Ja, schade. Steht ja auch dran. Eigentlich hätte man das so jetzt daraus so schon lesen können, aber ich muss dir unbedingt ausprobieren. Schnell weg. Hallo? Machen wir hier weiter? Ja, machen wir weiter, ne? Hallo? Da oben will ich auch noch. Ne, will ich gar nicht hin, da waren wir ja. Nehmen wir mal ein paar Kristalle mit. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass ich die nicht mit Spitzhacke abbaue. Um die zu schonen. Auch wenn es bestimmt einen Moment länger dauert. Aber... Oh, was ist hier denn? Gras? Wollen wir da mal runter? Also erstmal bauen wir jetzt hier ab, aber da würde ich auch gerne mal hin. Mir das anschauen. Aber zunächst müssen wir mal eben gucken, dass wir hier den Eisenvorrat hier mal auseinanderzimmern. Dann hier vielleicht ein bisschen Zinn aus der Wand kloppen. Dabei eröffnete sich uns eine weitere Höhle. Die ignoriere ich vielleicht mal eben. Das wird mir ein bisschen zu viel hier. Dann nehme ich lieber ein bisschen Lithium mit. So. Und ein bisschen Eisen aus der Wand. Oh, Eisen müssen wir jetzt ganz gut gekriegt haben. Ja, ja. Verhältnismäßig vernünftig. Ein bisschen davon. Die Fackel vielleicht mal hier hinsetzen und dann bauen wir uns hier mal eine Treppe runter, vorsichtig. Außerdem hätte ich gerne noch ein paar Fackeln. Gar nicht lange Fackeln. Mit den jungen Dackeln. Da ist Gold. Und ein Creeper. Du. Und ein Villager-Zombie. Ja, ist ja gut, meine lieben Freunde. Ich komm doch schon. Ich bin gleich da. Erkennt ihr das, wenn ich den jetzt hier die Treppe hochbaue? Weil der Zombie kapiert's. Der hat doch eine viel bessere PvP-Lage da. Und draußen ist Feuerwehr. Da ist wohl wieder was gehappend. Bestimmt ein Autounfall. Das ist nämlich nicht so unüblich zu der Zeit. Jetzt wo es wieder wärmer ist, drehen die Leute wieder völlig durch. Ich weiß nicht, also das ist wahrscheinlich, das fällt mehr so den Leuten auf, die wirklich schon selber mit dem Auto unterwegs sind. Dass gerade nach dem Winter, wenn der Frühling so anfängt und das Wetter auch mal wieder besser wird und so richtig sonnig und alles, dass die Leute dann komplett durchdrehen irgendwie. Also so von wegen, das merkt man im Verkehr einfach. Glaubt mir. Und das nicht im guten Sinne durchdrehen. Also, je nachdem kann man das auch im guten Sinne verstehen. Ach da, der wartet da die ganze Zeit auf uns. Wenn ich mich jetzt hier rumbaue, dann kommt er bestimmt um die Ecke. Moin! 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 Will er nicht? Moin! Alles klar, der hatte keine Lust. Und weg. Das war, glaube ich, eine Hexe. Da oben geht's auch noch weiter. Mist.
Da würde ich gerne Vorsicht walten lassen, ehrlich gesagt. Lass doch mal Walter aus dem Spiel. Nein. Ach, hier sind wir. Alles klar, habe ich mir schon fast gedacht. Save ich das mal. Jetzt haben wir ein bisschen Blei und Silber. Ein bisschen Boron. Ein bisschen Husten. Ich glaube, lange werde ich gar nicht mehr aufnehmen. Ach, hier sind wir jetzt. Sagte er und wusste gar nicht, wo er war. Er hatte bloß geblufft. In der Hoffnung, in den nächsten 2 Sekunden herauszufinden, wo er war. Aber dem war nicht so. Aber hier ist ein Ashenbrick. Das kommt mal eben weg. Nehme ich das auch noch mit? Ja. Nehme ich mit. Und dafür schmeiße ich die Reed weg. Wie konnten wir... Achso, von da oben. Aha. Dafür haben wir Osmium gefunden. Das gefällt mir schon mal ziemlich gut. Dafür schmeißen wir Andesit weg. Aha, da waren wir drin. Alles klar. Dann weiß ich wirklich, wo wir sind jetzt. Werde aber dennoch den altbekannten Weg zurücklaufen. Um jetzt ja nicht durcheinander zu kommen, denn wir sind ja schon wieder voll. Hier müssen wir auch noch lang und erkunden. Also zu tun haben wir definitiv. Das lässt sich nicht abstreiten. Draußen ist gleichzeitig Tag geworden. Oder immer noch Tag. Ja, und dann schmeißen wir den ganzen Mist einfach mal in die Truhe, würde ich sagen. Das und der Rest ist erstmal Erz, Erzbischof, Erz. Schwarmsch. Das und jenes und hast du nicht gesehen? So. Und dann geht's wieder ab in die Höhle. Das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Dass wir doch nochmal ganz gut Osmium rankriegen. Ich möchte Osmium. Und erstmal einen Schluck trinken. Sonst kratze ich hier gleich ab. An vertrocknetem Rachen. Manche können das ja stundenlang. Ich kann's nicht. Ich würde aber sagen, wir laufen hier erstmal lang. Snacken uns hier wieder ein paar Kristalle weg. Also die spawnen ganz schön oft. Wir hätten so ein paar Skelette. Die wollen auf die Schnauze wollen die. Ich muss mal ein bisschen separieren hier. So. Hey. Ach ja, Mist. Der hat einen Bogen gedroppt, aber keine Pfeile. Das ist dann natürlich ärgerlich. Was ist denn da hinten los? Schon wieder ein Dungeon? Ah. Na, ah, jetzt haben wir auch ein paar Pfeile. Da sollte ich vielleicht gleich mal hinlaufen. Schnell mal im Aluminium mitnehmen hier. Oh. Und Uran. Nichts geht über ein bisschen Uran. Ich habe das Gefühl, das war nur Zufall, dass hier gerade so viele Skelette rumgerannt sind. Dennoch ist Vorsicht geboten.